Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Das natürlich im Sande verlief. Rum und Raster. Richtig. Lässig geliefert. An allen Ecken und Enden hapert's an Neutrinos. Warum muss der Rundfunk die goldene Mitte einhalten? Es bedeutet auch ein Programm für Minderheiten. Klassik, Hörspiel und so weiter. Essen und Schlafen und Lieben in diesem Lande. Er kommt Chris Isaac. Und jetzt hören Sie ein Hörspiel von Karl-Heinz Bölling mit dem Titel Der Rentner. Eine Komik. Mit Grete Wurm als Hilde und Manfred Steffen als Christian. Weißt du, was für einen Tag wir heute haben? Wisst du nicht? Ich hab gefragt. Ach, lass, ich hab's gefunden. Wir haben heute Mittwoch den... Bist du überhaupt da? Hilde! Hilde! Na sowas. Geht weg und sagt mir keinen Bescheid. Hilde! Sie ist einkaufen. Oder zum Arzt. Entweder einkaufen oder beim Arzt. Weißt du, wie spät wir haben, Hilde? Hör zu, ich weiß es nicht und du bist nicht da, um es mir sagen zu können. Hilde, ich hab Kopfschmerzen, vergiss nicht meine Pillen. Und hör zu, bring mir meine Zeitung mit. Ich werde nach dem Mittagessen eine Runde drehen. Willst du mitkommen? Warum geht sie immer so einfach aus der Wohnung ohne mir? Da bist du ja. Da bist du ja. Da bist du ja. Ich hab den Müll nach draußen gebracht. Ich habe keine Lust, mich am frühen Morgen mit dir zu streiten. Ja, geh nur in dein Zimmer und brüte über Sachen nach, die niemanden interessieren. Preisrätsel, Kreuzworträtsel, Briefmarken, Schach, Fußball. Was willst du heute zu Mittag essen? Was du zu essen haben möchtest, Christian! Etwas, was schmeckt. Bei mir schmeckt alles. Alles? Wie will unser eins wissen, was gut schmeckt? Habe ich jemals das Vergnügen gehabt, in einem piekfeinen Restaurant essen zu dürfen? Nee. Habe ich nicht. Ich habe Kopfschmerzen. Na und? Hat jeden Tag Kopfschmerzen. Aber hab ich was und muss zum Arzt, dann meckert er. Du gehst für jeden kleinen Quatsch zum Arzt. Aus Langeweile gehst du in diese übervollen Wartezimmer. Mit wem redest du denn? Mit dir selber?
Du bist doch nicht etwa einsam. Einsam? Nee, bestimmt nicht. Ich hab ja dich. Was willst du? Dich fotografieren. Oh. Bitte stell dich ans Küchenfenster. So? Ich meine, wie mache ich mich am Küchenfenster? Lach mal. Nein, besser lächeln. Schau, so wie ich. So? Nein, ganz falsch. Schau doch. So wie ich. Ja. Aber die Stille stimmt. Und das Licht hier in der Küche stimmt. Und der Fotoapparat, du hast ihn richtig eingestellt? Da kann man nichts mehr einstellen. Nun lach doch. Lach herzhaft und fröhlich. Lach bitte unbeschwert. Nein. Weißt du, ungefähr so, wie du mich angelacht hast. Früher. 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 Toll, das Foto ist fertig, du hast gelacht. Was machst du eigentlich immer allein in dem Zimmer? Kannst mich nicht mehr sehen. Bin ich dir zu viel? Antworte gefälligst, wenn ich mit dir spreche. Dein Rentnerleben hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Hast du nicht dein ganzes Leben lang davon erzählt, wenn ich erst mal Rentner bin, dann... Ja, dann... Pustekuchen. Nichts ist. 3 Wochen sind wir nach Borkum gefahren, das war's dann auch. Ich guck mir gerade die alten Fotoalben an. Weißt du, was ich tue? Ich zerreiß diesen Unfug. Was haben wir noch mit denen zu tun, die da abgelichtet sind? Nichts. Ja, mach nur. Hilde? Hilde? Ich werde die Tür zu meinem Zimmer aushängen und in den Keller bringen. Man versteht sich ja nicht. Ich... Falle! Sofort! Na, jetzt! An! Schließlich sind wir ein Ehepaar. Man will sich doch sehen und hören können. Wenn du mich nicht sehen willst, dann könnte ja ein einfacher Vorhang abhelfen. Ich bringe die Tür in den Keller. Bis gleich. Jetzt weiß ich, dass dieser Mann eine Meise hat. Hörspiel bedeutet natürlich hohe Kosten im Vergleich zu... Ich meine, die Masse hört doch eher Hafenkosten. Christian. Ich kenne meinen Namen. Was willst du von mir? Du hast geschlafen. Warum gehst du nicht ins Bett? Weil ich bin auch nicht müde. Möchtest du nicht Fernseh gucken? Nein. Der Fernseher wäre besser im Müll aufgehoben. Du guckst ja sowieso nie. Ich könnte einen Vorschlaghammer nehmen und ihn in die Mattscheibe knallen. Nichts passierte den lächelnden Ansagerinnen. Sie wüssten es nicht einmal. Sie wissen vielleicht, was ihnen eine Ansage bringt. Der aber sonst... blanke Neid spricht aus dir. Neid? Unsinn.
Ich war Meister in einer Lehrlingswerkstatt. Ich habe jungen Menschen das Werkzeugmacherhandwerk beigebracht. Bla, bla, und wie sich bla. Dieser 16-Jährige bei uns in der Waschkaue aufgehängt hat, wer hat die Nerven behalten? Ich. Aber dieses blöde Fernsehprogramm, nee, die Nerven habe ich nicht. Ein schöner Vergleich. Ein Selbstmörder ums Fernsehprogramm. Ich sagte doch, ich habe die Nerven behalten. Erinnerst du dich noch? Voriges Jahr zu Ostern. Ich habe 20 Eier in den Kochtopf getan und plötzlich hat was gepiepst. Ich sag zu dir, Christian, ich glaube, hier ist ein Küken. In irgendeinem Ei ist ein Küken und du hast alle 20 Eier wieder aus dem Wasser geholt und an dein Ohr gehalten. Natürlich war kein Küken da. Es war wohl nur Luft, die aus einem Ei kam. Du kommst auf Ideen. Möchtest du nicht den Film sehen? Jedweden Hörer. Wir strahlen 4 und bald 5 Programme aus. Junger Mann, wir brauchen absolut nichts. Wir haben alles. Sie können weitergehen. Weil Sie nicht wissen, was Sie brauchen. Sie müssen Blut lecken. Dann aber sind Sie nur noch glücklich. Sie lesen unsere Zeitschriften und Illustrierten. Sie nehmen Anteil an den Leben von Prominenten. Sie lernen raffinierte Kochrezepte kennen. Sie lösen Rätsel und gewinnen ein Auto. Sie knüpfen Brieffreundschaften. Wenn ich eine Zeitung brauche, dann kaufe ich sie mir. Und dann sind die ausverkauft oder verdreckt. Sie wissen doch, die Leute blättern die Zeitungen und Illustrierten schamlos am Verkaufsstand durch. Und schließlich haben sie nur großes Geld und die Kasse kann nicht wechseln. Bei uns aber frei aus. Immer pünktlich, sauber. Wir brauchen nichts. Wir haben alles. Sie denn nicht wissen, was in den Illustrierten steht? Junger Mann, es gibt ungefähr 100 oder 1000 Prominente auf der Erde. Und wie viele Menschen leben auf der Erde? Milliarden. Schreiben Sie über die. Dann abonniere ich Ihre Zeitung. Auf Wiedersehen. Das haben wir doch drin. Wir nehmen Anteil an ganz verschiedenen Schicksalen. Auch Sie könnten auf unserer Seite 4 kommen. Tragödien der einfachen Menschen. Schießen Sie Ihren Mann, rufen Sie unsere Redaktion an. Die schicken 2 Leute, einer schreibt, der andere macht Fotos. Jetzt hauen Sie bloß ab! Wieso eigentlich unsere Redaktion? Sie sind doch nur ein Drücker, oder nicht? Keine Aufregung, es war nur ein Vertreter. Horst, willst du noch Kaffee? Auch ja. Diese Belästigungen. Die Vertreter werden immer dreister. Manchmal geben sie vor, sie kämen von einem Meinungsforschungsinstitut oder vom Pfarrer. Christian, wie gefällt dir das Faulenzen? Du bist ja jetzt ziemlich weit vom Arbeitsleben und von deinem schwer malochenden Bruder entfernt, was? Horst, hör auf. Horst, nur iss. Der ganze Kuchen ist ja noch da. Ihr könnt doch jetzt machen, was ihr wollt. Ich meine, das ist schon 1000 Mal so gesagt worden, aber das stimmt doch. Das stimmt doch. Weißt du, Horst, du bist ja mein Bruder. Ach, wirklich? Wäre ich nicht drauf gekommen. Also, das Rentnerdasein ist keinesfalls so rosig, wie du es dir so ausmalst, lieber Bruder. Aber das ist doch ein Klischee. Das ist ein Klischee. Gut, nicht gut, hat Langeweile, hat keine Langeweile. Ihr doch nicht.
Schließlich sind wir alte Menschen. Und da vergeht so langsam die Lust auf Neues. Das stimmt. Ach, Quatsch. Und deine Arbeitskollegen? Trefft ihr euch nicht und drescht Skat? Mit Toten Skat dreschen? Die sind doch nicht alle tot. Horst, ich habe keine Lust auf Skat. Ich habe bald zu überhaupt nichts mehr Lust. Christian hat aufgehört. Was aufgehört? Womit aufgehört? Aufgehört, neugierig zu sein. Er rast nur noch in der Wohnung rum. Er nörgelt an mir rum. Vor ein paar Tagen hat er sich als Türaushänger betätigt. Halt bitte deinen Mund. Halt du doch deinen. Vertragt euch. Halt bitte deinen Mund. Halt du doch deinen. Vertragt euch. Vertragt euch. Was anderes. Fährst du dieses Jahr weg? Ja, mit der ganzen Familie nach Tirol. In irgendein verschwiegenes Dorf. Hoffentlich habt ihr gutes Wetter. In den Bergen ist das die Hauptsache. Das Wetter muss stimmen. Ja, wer schwer arbeitet, soll auch Urlaub machen. Genau. Du als Briefträger mit deinem schweren Sack den ganzen Tag. Und dann diese vielen Hunde. Ja, neulich hat mich ein Dackel geschnappt. Wollt ihr schauen? Hier am Bein. Oh, ja. Die Zähne müssen tief im Fleisch gewesen sein. Hast lange krank gefeiert? Der Dackel wurde ins Haus gesperrt. Ich für 2 Wochen ins Krankenhaus. Oh. Huch, der Kaffee ist ja alle. Wer möchte noch Kaffee haben? Ich sag mir, bald bin ich auch Rentner. Das beruhigt. Diese Vorstellung ist die beste Medizin. Halt, liebe Hilde, nicht so viel Kaffee. Mein Herz pullert schon ganz nervös. Heute ist wirklich ein schöner Tag. Du musst uns viel öfters besuchen kommen, Horst. Ich beantworte Hörerbriefe. Hey, was willst du von mir? Was schon? Rück mal. Du hast kalte Hände. Die mach erst mal warm. Und wo? Soll ich jetzt zur Heizung gehen wie ein... mir fehlen die Worte. Hilde, komm. Ich hab keine Lust. Das gibt es nicht, Hilde. Ich möchte nicht diskutieren. Du stinkst. Ich hab nicht immer Lust, aber heute. Und darum will ich jetzt. Sofort. Nein. Warum denn nicht? Weil ich müde bin und geschlafen habe und überhaupt keine Lust habe. Also, dann nicht. Also, dann nicht. Vielleicht streichel ich sie. Vielleicht streichel ich ihn.
Zuerst am Busen. Zuerst am Ohrläppchen. Und dann am Bauch. Und dann seine Beine. Und dann... Und dann... Meint sie? Meint er? Ich könnte nicht mehr so wie früher. Ich hätte weniger Lust als früher. Ich werde es ihr zeigen. Lass er denken, was er will. Gute Nacht. Ich tu so, als schliefe ich. Sie tut so, als schliefe sie. Was ist das? Seine Hand? Er gibt nicht auf. Hey, was willst du von mir? Wir beantworten natürlich keine Hörerbriefe. Guten Morgen, mein lieber Schatz, mein Mäuschen, mein Zuckerpüppchen. Wie ist das Wetter? Wie geht es dir? Was hast du heute vor? Ich habe vor, etwas ganz Tolles zu machen. Ich gehe gleich in die Apotheke und kaufe mir ein Pfund Rattengift. Wozu? Ich schmiere dir ein Rattenbrot. Ein Rattengiftbrot. Ach ja? Es geht vielleicht nicht so schnell wie so ein Supergift, wie Zyankali, aber immerhin. Ich habe es getan, gewagt, über mein Herz gebracht, ernst gemacht. Und schließlich kommt die Polizei, ich werde verhaftet. Na ja, ich bekomme 2 oder 3 Jahre Knast oder Bewährung. Denn ich werde dem Staatsanwalt sagen, dieser Mann sei ein Diktator gewesen. Nur in der Wohnung, aber da richtig. Keinen Schritt konnte ich machen, ohne dass er mich beobachtete, kommentierte und so weiter und so weiter und so weiter. Was sagst du dazu? Das gefällt dir bestimmt nicht, was? Das ist aber verdammt lustig. Ja, du hängst mir so zum Halse raus. Nur beruhige dich. Du kannst abends verrückt spielen, aber doch nicht beim Frühstück. Doch, mein Schatz. Mein Frosch, mein Löwe. Hm. Ich hab's doch nicht so gemeint, sei wieder gut. Mein Zeh juckt. Wenn ich mich aufrege, juckt mein Zeh. Ich habe mir schon alle möglichen Salben draufgetan. Pilzsalbe und Warzenwasser, Hautsalbe und Erfrischungsspray. Ich rubbel mir mit einem Zehhobel die Schwarte ab. Nichts ist. Sobald ich mich aufrege, juckt mein Zeh. Und du bist schuld. Aber es geht mich dein blöder Zeh an. Schau hier, meine Haare. Da ist nichts mehr drin. Ich muss unbedingt zum Friseur. Vielleicht lasse ich mir die Haare abschneiden. Ja, oder rot färben. Na los, was sagst du dazu? Soll ich? Irgendwie schmeckt der Kaffee fad. Meine Haare. Und kalt. Ich meine lauwarm. Ich schmeiß dir gleich die Kaffeekanne an deinen Kopf. Wage es. Was? Wage es. Wage es. Meinst du, ich wage es nicht? Nein, nur sei doch wieder gut. Sei wieder vernünftig, so wie sonst. Ich meine, als du mich geheiratet hast, da warst du vernünftig. Ah, das ist verflucht lange vorbei. Ich erinnere mich ganz genau. Das war... Ruhe! Und erst die Hochzeitsnacht. Die Sterne flimmerten, die Uhus sausten durch die Welt und schwupp, der Spatz hatte keinen Kopf mehr. Christian, was für ein Uhu? Was für ein Spatz? Bist du besoffen? Wenn du mir ein Brot mit Rattengift vorsetzen willst, dann kann ich auch spinnen, oder? In einem Hörspiel mitgemacht. Uns kennt ja fast niemand. Ich finde es schön, dass wir beide so Hand in Hand ihr Liebespaar spazieren gehen. Ich auch. Schwäne sind auch immer zusammen. Ja. Warum pflückst du mir keinen Strauß Blumen? Oder wenigstens wildes Gras? Christian, wo hast du deine Gedanken? In meinem Gehirn. Ach du. Du bist ein Stoffel.
Meine ganze wunderbare Stimmung ist futsch. Na und? Das heißt aber nicht, dass meine Stimmung futsch ist, nein. Meine Stimmung ist voll da, weil es liegt an der Luft und an dieser Landschaft. Eine echte und wirkliche Landschaft. Und echte, schmackhafte Luft. Eine tolle Luft. Aua! Scheiß Brennnessel. Hilde, ich hab dir schon 100 Mal gesagt, wenn ich mit dir spazieren gehe, dann zieh bitte eine lange Hose an. Aua. Selber schuld. Das brennt, das kneift, das sticht, das schmerzt. Komm. Hier, der Bretterschuppen, da gehen wir jetzt rein und ich werde eine Kühlsalbe auf dein Bein tun. Du hast Kühlsalbe dabei? Hab ich. Ich denke an sowas. Komm. Hier los. Was willst du, Opa? Hau ab, ey. Hey, der hat seine Oma dabei. Reden Sie keinen Mist. Ich bin seine Frau. Erstmal guten Tag. Machen Sie hier bloß kein konventionelles Getue. Hier wird menschlich geredet. Hast du Lust gehabt auf deine Frau, was, Alter? Ihr wolltet hier wohl eine Nummer machen, ne? Hören Sie, ich bin Rentner. Ah, toll. Rentner. Wohin man schaut, Rentner. Rentner-Theaterstücke, Romane über Rentner, Hörspiele über Rentner, Erzählungen über Rentner. So ein scheiß Rentner bist du? Stimmt genau. Gib's ihn. Du willst doch mal Regisseur werden, André. Mieze, was soll das? Na gut, ist ja nicht verboten zu träumen. Und du schreibst auch. Er schreibt. Wissen Sie, so ein Kram. Kram? Fällst du mir in den Rücken? Grad hier? Wieso hier? Hier ist doch nichts als vertrocknetes Heu. Oh, sagen Sie das mal nicht. Hier stecken tolle Erinnerungen im Gras. Hier, die erste ausgedrückte Zigarette. Die 100. Cola-Dose. Eine leere Flasche Bier. Eine leere Weinflasche. Ein paar Mickey-Maus-Hefte. Romane. Ohranhänger. Mieze, was erzählst du denen das? Das können die nicht einordnen. Ach so, ihr habt hier so eine schicke, verträumte Bude. So eine Erinnerungskiste oder sowas. Christian, komm, lass uns gehen. Wissen Sie, wir fangen ja erst an zu sammeln. Aber Sie, ihr beiden, Mensch, ihr müsst ja zimmerweise Erinnerungen aufgetürmt haben. Bestimmt 100 Alben voller Fotos. Wunderbare Fotos. Tanten und Onkel, Vettern und Basen, Kinder und Hunde. Ah, natürlich haben sie auch mindestens 30 Ordner, ganz voll wunderschöner Briefe. Und mindestens 3 Ordner mit Versicherungen aller Art. Eigentlich waren wir, wollten wir nur... Ich habe mich an Brennnesseln verletzt. Ja, und nun müssen wir Ihren Mist anhören. Sie sind ja noch grün hinter den Ohren. Ich war Lehrlingsausbildermeister in einer großen Firma. Ich bin etwas und war etwas. Und ihr beiden, was habt ihr gelernt? Große Schnauze haben auch Schäferhunde. Richtig, lass deinen Frust raus, Opa. Spuck's aus. Lebst ja nicht mehr lange. Hör mal, pass ja auf, du Blödmann. Ich bin immer noch in Form. Verstehst du mich? Christian, komm. Ja, du hast recht, wir gehen. Wenn jemand uns rausschmeißt. Wir sind hier nicht erwünscht. Das ist nämlich unser Schuppen. Unser Schuppen. Da wollen wir allein drin sein. Und niemand darf uns stören. Es ist so eine Unverschämtheit. Wir suchen hier Schutz vor der Sonne, sind verletzt. Was erwartet uns? Eine unglaubliche Diskussion. Christian. Wie alt seid ihr? 20? 19? Wo ich 19 war, da hab ich meinen Vater mit Sie angeredet. Christian. Obwohl er sagte, Christian sagt nur lieber Vater zu mir. Christian. Ich hab Sie gesagt. Es wird schon dunkel. Ihr lebt wohl immer hier, was? Das ganze Leben lang. Ihr richtet euch im Stall hier im Heu ein, zwischen Mäusen und Heuflöhen und Kleebienen, was?
und pflanzt womöglich draußen Salat an, Kartoffeln, Möhren und Erdbeeren, leitet bestimmt einen Bach um, badet darin, holt euch Wasser daraus. Aber ja, wenn Sie das sagen. Selbstverständlich bekommt meine Frau hier unser Kind, ohne Arzt natürlich, ich beiße die Nabelschnur durch und so weiter. Das geht immer so toll weiter. Sie vergaßen die Kirschblüte und die Apfelblüte und ein Häppchen Gewitter am stahlblauen Himmel. Verarschen lassen wir uns jedenfalls von euch Rotzlöffel nicht. Komm, Hilde. Hoffentlich kommt der nicht raus und haut der eins aufs Maul. Der? Hilde, so viel Angst wie der vor mir hat. Hast du nicht gemerkt, wie der gebebt hat, wo ich laut geworden bin? Ja, laut und doof. Du stehst doch auf meiner Seite, oder nicht? Ach, lass uns dieses Thema abschließen. Hören wir den Vögeln zu. Auf dem Feld und über den Feldern, auf der Wiese und über den Wiesen, im Wald und über den Wäldern. In Wirklichkeit wissen wir von den Vögeln nichts. Und sie nichts von uns. Sie flattern einfach von Baum zu Baum und legen ihre Eier. Alles Instinkt. Vögel sind eigentlich dumm. Ich schlage vor, wir halten für eine Weile unseren Mund. Wir gehen einfach weiter, ohne alles einordnen zu wollen. Manchmal kommt es mir vor, wenn wir reden, ist auch viel Senf dabei. Ihr müsst euch den Rundfunk auch nicht vorstellen als so ein kleines Dingsbums. Gott sei Dank wieder zu Hause. Halt! Ich muss zuerst auf die Toilette. Das hättest du auch im Wald machen können. Was gibt's denn im Fernsehen? Was gibt's im Radio? Was schreibt die Zeitung? Ob ich einen Roman lese? Oder ins Bett gehe, schlafe und träume? So. Ich bin fertig. Was gibt's im Fernsehen? Oh, eine Quiz-Sendung. Einer weiß, dass die Hauptstadt von Frankreich Paris ist und er bekommt dafür ein Auto im Wert von 50.000 Mark. Ich schalte das Fernsehen aus und das Radio an und höre den Wetterbericht. Aber das interessiert mich nicht. Ich schalte das Radio wieder aus und lese ein paar Sätze in einem Roman. Oh, aber das schmeckt mir zurzeit auch nicht. Ich bin müde vom Laufen. Ob ich ins Bett gehe? Warum hast du den Fernseher ausgemacht? Seit wann interessiert dich das Fernsehprogramm? Das Radio ausgemacht. Ich bin müde. Das Radio ausgemacht. Ich bin so müde. Ich ebenfalls. Mach bitte das Licht aus. Es ist eine Mädchenfabrik. Da flitzen über 1000 Menschen rum. Na, Christian, wie geht's denn? Setz dich. Messen wir deinen Blutdruck. Ich gehe ziemlich viel spazieren, Herr Doktor. Finde ich gut. Spielt sie auch Tennis? Ich knall den Ball immer wie ein Bescheuerter hin und her. Nicht im Verein, einfach nur so für mich. Hm. Mein Blutdruck in Ordnung? In Ordnung. In Ordnung. Na, Christian, wie geht's denn sonst? Ja,
guckst viel fern, liest morgens lange Zeitung. Wieso? Genau wie Sie, ich lese die Zeitung, so wie alle Menschen. Toll. Fühlst dich in Form, was? Könntest Bäume ausreißen. Warum ich komme? Ich bin ziemlich kaputt und nervös, wissen Sie. Ich habe so ein blödes Gefühl, als wäre ich ein Stück altes Eisen. Wie alt? 68. Ich bin 46. 68, 68, nicht 46. Als wäre ich kaputt. Geschafft. Es geht nicht mehr so wie früher. Ach was, Sie müssen Sport treiben, schnell laufen, sich bewegen, auch das Gehirn. Lesen Sie? Ja. Liest du, Christian? Oder löst etwas? Löst? Kreuzworträtsel vielleicht? Ja, mache ich. Außerdem sammle ich Briefmarken. Schick Preisrätsel weg. Ich löse Schachaufgaben. Verfolge die Übertragung im Radio, wenn Fußball ist. Fotografiere. Berufskollegen, Treff, Skat, gemütlichen. Wenige sind die meisten unter der Erde. Christian, was soll ich dir sagen? Du hast nichts. Dir fehlt nichts, alles altersbedingt. Mach dir keine Sorgen. Christian, sagt meine Hilde zu mir, du siehst schlecht aus, geh zum Arzt. Also, Christian... Herr Doktor. Bis zum nächsten Mal. Wohin man schaut, Rentner. Mein Freund, der liebe Ewald. Und sitzt ganz allein auf einer Bank im kleinen Park in dieser kleinen Stadt. Tag, Ewald, wie geht's? Tag, Christian, setz dich. Gut. Und dir? Ach Quatsch, ich bin ganz durcheinander. Man trifft dich ja ziemlich selten. Verkriechst dich in deiner Wohnung, oder was ist passiert? Nee. Ach, hast du eine Zigarette für mich? Ich soll dir eine Zigarette schenken? Warst du Meister im Werk oder ich? Du bekommst doch garantiert 500 Mark mehr Rente. Na hier, nimm. Ja, jetzt will ich sie nicht mehr. Ich rauche meine eigenen Zigaretten. Nee, ich hab mein eigenes Feuer. Ich sitze hier, wenn es warm ist und ich Lust habe auf Ruhe. Ruhe? Hier? Ich suche Ruhe bei mir im Keller. Manchmal stelle ich Mausefallen auf und wenn ich dann am anderen Tag nachschaue und eine drin steckt mit eingequetschtem Fell, das ist für mich Ruhe. Warum erzähle ich dir das überhaupt? Ich kann es auch für mich nachdenken, was Ruhe ist. Was geht mich deine tote Maus an? Ich hab hier meine Ruhe. Gefällt dir das etwa nicht? Ewald, seit wann bist du so schwierig? Was ist los mit dir? Christian, hast du eigentlich Angst vorm Sterben? Wieso? Bist krank, Ewald? Nee, aber immerhin 3 Jahre älter als du. Naja, und? Mit seiner Angst, da muss jeder Mensch selber zurechtkommen. Oder stirbt ein anderer für dich und nimmt alle seine Sünden auf seine Schultern. Alle Schmerzen und Freuden. Du gehst neuerdings in den Gottesdienst. Ja. Es ist so. Wir alle haben doch im Lauf unseres Lebens mal mehr oder weniger Mist gebaut, Ewald. Ich meine, vielleicht bereuen oder der innere Frieden. Kapierst du das denn nicht? Bist du schon verkalkt? Ich nicht. Ja, woher willst du das wissen? Das merkt man nicht. Und dann gehst du zum Arzt und der verschreibt dir so scheiß Tabletten. Dicke, dünne, in allen Farben. Und da läufst du wie bescheuert in der Welt rum. Redest wie ein kleines Kind, quatscht wildfremde Menschen an. Woher weißt du das? Ich lese. So einen Scheiß liest du? Früher hast du aber andere Sachen gelesen. Ach ja? Du weißt also, was ich gelesen habe. Woher denn? Früher, da wärst du mir mit so einem scheiß Tablettengerede nie gekommen. Oh ja, ich hab damals im Werk deine Schrott- und Ausschusskarten gelesen, Ewald. Du warst doch bekannt als der faulste Hund der Werkzeugmacherei.
Dich haben sie doch in eine Lehrlingswerkstatt versetzt, weil du zu dämlich warst, erwachsene Menschen sowas wie Autorität. Du hast doch die Nerven verloren, kam mal einer 2 Minuten zu spät. Bitte? Du redest von meinen Nerven wie von Tulpen. Ich habe gute Nerven. Erinnerst du dich an diesen 16-jährigen Burschen, der sich in der Waschkaue aufgehängt hat? Na gut, ich habe ihn ein paar Mal angeschnauzt. Er hätte kündigen sollen. Er war ungeeignet. Aber sich aufhängen, da hätte ich mich schon 100 Mal... Ja, du hast die Nerven behalten. Du hast die Polizei gerufen. Du wurdest nicht einmal vernommen. In einer Lehrwerkstatt, da wird pariert. Er hätte kündigen sollen. Schade, dass dich der Vater nicht mal erwischt hat. Dass er dich wenigstens gefragt hätte oder eins in deine Schnauze rein. Du spinnst. Ich bin unschuldig am Tod dieses Jungen. Er hatte Liebeskummer. Das ist doch gesagt worden. Man hat einen Abschiedsbrief gefunden, seine Freundin hat ihn verlassen. Deswegen hat er sich umgebracht. Na schön. Ist ja auch ziemlich lange her. Kalter Wind hier. Muss nach Hause gehen, grüßt deine Frau von mir. Wenn ich noch lange hier sitze, hole ich mir eine Erkältung. Wo kommst du eigentlich her? Nirgends. Was geht dich das an? Ist alles lange her. Weißt du, Christian, ich bin mit meiner Familie jahrelang nach Bayern gefahren, Urlaub und so. Ich kannte jedes Gesicht in diesem kleinen Dorf. Dann starb meine Frau und die Kinder, die fahren natürlich woanders hin. Ich setze mich vor 2 Monaten in den Zug, fahre nach 10 Jahren wieder in dieses Dorf. Und? Ich denke, bin ich hier richtig? Lauter fremde Menschen. Kein Mensch kennt mich mehr. Ich kenne keinen. Da denke ich, wie blöd bist du eigentlich, Ewald? Sieh ich so eine Flappe. Und da kommt so ein 4-jähriger Bengel und sagt zu mir, Opa, wer bist du eigentlich? Wohnst du hier oder woanders? Und schubt mich weg, verstehst du? Der Kurze versucht, mich ollen Knacker wegzuschieben. Und zwar wegen Eis. Am Eisstand. Der wollte vor mir ein Eis haben. Das war so lustig. So menschlich. Habe ich mir gedacht, Ewald, lach, tau auf, lebe. Eine schöne Geschichte. Tschüss, Ewald, wenn ich noch länger hier sitzen bleibe, hole ich mir eine Erkältung. Grüß deine Frau von mir. Rentner-Theaterstücke, Romane über Rentner, Hörspiele über Rentner, Erzählungen über Rentner. Da bin ich wieder, mein Liebling. Ja, und? Was hat der Arzt gesagt? Mir fehlt nichts. Ich bin gesund. So. Werd ich dich nicht beerdigen, sondern du mich. Ich bin traurig. Das gönnst du mir nicht. Die Kränze, die Tränen, die Todesanzeige, das Grab und meine Besucher an deinem Grab. Für Scherze ist mir nicht außerdem... Ich fürchte, ich habe mich erkältet. Erkältet ist ja in deinem Alter eine durchaus ernstzunehmende Krankheit. Schließlich bekommst du eine Lungenentzündung und... Und? Ja, und. Ist doch klar, was ich damit meine. Hilde, was gibt's zu essen? Ich hab Hunger. Milch und Haferschleim wird das Beste für dich sein. Jetzt sticht der Kopfschlechter sein Messer in den starken Bullen. Der Bulle knallt auf die Fliesen. Du musst mich nachts in Ruhe lassen. Diese Aufregung bekommt ihr nicht mehr. In der Zeitung steht ein interessanter Bericht über unseren Schlachthof. Vielleicht schlafen wir ab sofort in getrennten Zimmern. Leg die Zeitung weg. In getrennten Zimmern schlafen? Gefällt mir überhaupt nicht. Als ich dich geheiratet habe, da lagen wir wie 2 Wölfe zusammengekuschelt in einem Bett. Und nach 10 Jahren du in dein Bett und ich in mein Bett. Und nun ganz getrennt? Nee. Mein Busen, das war, wo wir geheiratet haben, 2 Bäume voller süßer Apfelsinen. War ich nicht ein toller, schöner Hecht? Ein
toller, toller Hecht. Wir erzählten uns vor dem Einschlafen wunderbare Geschichten. Es ist mit unserer Liebe eine Ewigkeit her darum. Ich liebe dich immer noch. Du nicht? Doch. Ich liebe dich immer noch. Du nicht? Doch, natürlich. Langsam bekomme ich eine Glatze. Na komm, gib mir dein Patschhändchen und streichel mir durch mein altes Haar. Weißt du noch, als wir es noch geliebt haben, da bist du immer mit deinen Fingern durch mein volles Haar gefahren und hast mich geküsst. Hier, Karin. Oh, liebe Hilde, es ist wirklich gut gemeint von dir. Aber ich bin wirklich satt. Gesättigt. Ich finde das wunderbar, dass du eine Stelle beim Rundfunk bekommen hast. Und das in deinem Alter. Liebe Schwester, ich bin noch keine 50. Wer möchte noch Kaffee, Karin, du? Gut, gut. Und was musst du da so machen? Ganz einfach. Ich beantworte Hörerbriefe. Und das kannst du? Wir beantworten die Briefe ziemlich allgemein. Wir? Ich denke, du. Im Grunde bedient unser Sender jedweden Hörer. Wir strahlen 4 und bald 5 Programme aus. Warum schalten die Leute nicht um, wenn ihnen etwas nicht gefällt? Nein, sie sitzen auf einem Kanal, ich meine Wellenlänge fest, und ärgern sich. Worüber? Über zu viel ausländische Schlager, über zu wenig ausländische Schlager, verstehst du? Und darum muss der Rundfunk die goldene Mitte einhalten. Das bedeutet auch ein Programm für Minderheiten. Klassik, Hörspiel und so weiter. Hörspiel bedeutet natürlich hohe Kosten im Vergleich zu... Ich meine, die Masse hört doch eher Hafenkonzert. Aber klassische Musik? Na ja, ich höre mir's an. Ich manchmal auch ein Hörspiel, den Krimi. Toll. Aber zu euch. Was macht ihr so den ganzen Tag lang? Och. Hilde, Christian, raus mit der Sprache. Euch ist es bestimmt den ganzen Tag lang warm ums Herz vor lauter Lust auf Leben. Och. Weißt du... Wir beantworten natürlich keine Hörerbriefe. Wir haben auch noch nie in einem Hörspiel mitgemacht. Uns kennt ja fast niemand. Außer Ewald und mein Arzt und mein Bruder noch. Hab ich eine Ahnung, wie die Frau an der Kasse bei Karstadt heißt? Ob die verheiratet ist oder Kinder hat? Na gut. Ihr müsst euch den Rundfunk auch nicht vorstellen als so ein kleines Dingsbums. Das ist eine Medienfabrik, Hilde. Da flitzen über 1000 Menschen rum. Und oft kritisiert Studio Z, Studio S. Da wird nichts unter den Teppich gekehrt. Da arbeiten natürlich nur intelligente Menschen. Nur nebenbei, die haben alle Abitur. Außer den Technikern und dem Fuhrpark. Aber wir wissen ja, Abitur schützt vor Dummheit nicht. Wie gut du reden kannst, Karin. Ja, das musst du ja auch jetzt können. So, ich esse mir noch eine Erdbeer. Es ist schade, dass Horst nicht hier ist. Dann wäre die ganze Familie zusammen. Ja. Mehr fallen mir auch nicht ein. Wer ist noch mal Horst? Das sein Bruder. Mein Bruder! Ach ja, der hat mich einmal geküsst. Karin? Er war betrunken. Hoffentlich ist nichts Ernstes passiert. Wenn die Männer besoffen sind, dann fangen die an zu spinnen. Umgekehrt. Gerade die Weiber drehen durch, wenn sie voll sind. Er hatte etwas von einem Tier. Und auch ich... Damals? Karin, das passt doch jetzt wirklich nicht. Oh, ich habe 2 Kinder von ihm. Was? Karin. Oder stimmt meine Quelle nicht? Habe ich falsch zitiert, etwa gelogen? Oh, gerade kommt mir noch eine Fußnote angeflogen. Ich habe überhaupt kein einziges Kind. Karin. Oder stimmt das nicht? Karin, hast du einen Flachmann in deiner Handtasche? Hauch mich mal an, mein Kind, liebe Schwägerin. Es war so.
Ich wohnte damals in einer kleinen Wohnung am Stadtrand. Es schellte. Horst stand da mit seiner Briefträgertasche und ich meine, er gab mir einen eingeschriebenen Brief. Ich war total überrascht und bat ihn ins Wohnzimmer. Was soll ich lange erzählen? Schließlich taten wir es. Karin. Und dann ging er auch gleich wieder. Also schweig oder verlass meine Wohnung. Nach 9 Monaten, da tat sich was in mir, in meinem Bauch. In meinem Bauch, da war etwas gewachsen und wollte anscheinend raus. Ich wusste nicht, was es war. Und als es da lag, neben mir im Bett, grübelte ich mehrere Jahre, was sag ich, 100.000 Jahre lang nach. Was ist dies für ein Kind, das ich geboren habe? Woher kommt es? Und bleibt es etwa bei mir? Und schließlich, wo wird es einmal hingehen? Denn es wurde zusehends größer und tat ganz selbstständig. Aber es ging nach 60, 70, 80 Jahren etwas klapprig durch die Wohnung. Und eines Tages musste ich es begraben. Die ist verrückt geworden, Hilde. Ruf einen Krankenwagen. Karin. Karin, diese vielen Hörerbriefe, die haben dich total durcheinander gebracht. Hör zu, du musst unbedingt da kündigen. Lass mich los. Karin, komm zu dir. Seite 31 ist das erst. Ach, da habe ich die Seiten hier in der falschen Reihenfolge. Ach, entschuldigt, bitte. Entschuldigt, das ist mein Versehen. Wo wollen wir nochmal anfangen? Irgendwie oben oder wie? Oder wo? Oder wo? Da, entschuldigen. Das ja. Macht ja nichts. Soll ich nochmal. Noch mal so ein ganz kleines Stückchen. Soll ich nach. Wenn ich sage, sie ist verrückt geworden. Sie ist verrückt geworden. Ja. Da ist ja vorher eine Pause. Da fange ich dann nochmal eben an. Ja. Die ist verrückt geworden. Hilde, ruf einen Krankenwagen. Karin, Karin, diese vielen Hörerbriefe, die haben dich total durcheinander gebracht. Du, hör zu, du musst unbedingt da kündigen. Lass mich los. Karin, komm zu dir. Vielleicht hilft da eine Ohrfeige. Aua. Von mir auch? Aua. Damit sie vernünftig wird und so durch die Welt geht, wie es vernünftige Menschen tun. Aua. Sie ist im Vergleich zu uns noch sehr jung. Au. So, genug, das muss reichen. Ungefähr so viel bekam ich immer von meiner Mutter, wenn ich irgendwas ausgefressen hatte. Das ist mir egal. Wie kannst du es wagen, meine liebe Schwester zu ohrfeigen? Aber gerade hast du ihr ebenfalls eine runtergehauen. Ja, da war ich in Fahrt, aber nun sehe ich klar. Du hast mich getäuscht und mitgerissen, mich in das Licht geführt. Ich bin belogen und betrogen worden. Ach, geh in dein Zimmer und beschäftige dich mit deinen scheiß Briefmarken. Gut. Wiedersehen. Karin, nun sprech dich aus. Er ist weg. Eigentlich bin ich fertig. Ich bin satt. Kaffee möchte ich auch nicht mehr. Wir haben uns gut unterhalten. Was gibt es sonst noch? Karin, du, meine Schwester, leg deinen Kopf an meine Schulter. Was hast du? Irgendetwas steckt doch da in deinem Kopf und... Liebe Hilde, ich muss gehen. Nun, sprich endlich. Liebe Hilde, ich muss gehen. Ich werde gleich meine Zimmertür wieder aus dem Keller hochholen. Nirgends hat man seine Ruhe. Man will doch sein eigenes Reich haben. Seine ganz privaten Dinge, oder? Ich rede zurzeit mit meiner Schwester. Man will doch einmal ganz private Sachen sich erzählen. Und du sitzt in deinem Zimmer ohne Tür, hörst bestimmt alles mit. Auf Wiedersehen, Hilde. Auf Wiedersehen, Christian. Karin, mach's gut. Ich bring dich noch zur Tür. Ich hock ja meistens allein in meiner Wohnung. Eigentlich immer. Warum nur hast du nie geheiratet? Mach's gut. Hilde? Hilde! Weißt du, was für einen Tag wir heute haben? Hörst du nicht?
Ade, lass mal, ich hab's gefunden. Wir haben heute Mittwoch den... Bist du überhaupt da? Na sowas. Geht weg und sagt mir keinen Bescheid. Hilde! Sie ist entweder einkaufen oder beim Arzt. Wie spät zeigt denn die Uhr? Haben wir schon Mittag? Verdammte Kopfschmerzen. Verfluchte Unlust. Und Müdigkeit. Neuerdings muss ich dreimal in der Nacht pinkeln gehen. Ihr vergisst bitte nicht meine Pillen. Welche? Ach, egal, egal, egal. Und meine Zeitung. Warum geht sie... Warum gehst du so einfach aus der Wohnung, ohne mir Bescheid zu sagen? Und... Da bist du ja. Wo warst du? Ich hab den Müll in die Mülltonne gebracht. Ja, gut. Ich bin dann in meinem Zimmer. Ich hab die Tür wieder eingehängt. Das sehe ich. Ja, geh nur in dein Zimmer und schmor in deinem Brief- und Markensaft. Was kochst du heute? Bei mir schmeckt alles. Aber habe ich jemals etwas wirklich Leckeres gegessen? Koch etwas Gutes, etwas Herzhaftes. Ach, halt deinen Mund. Ich fühle mich nicht gut. Vielleicht esse ich heute nichts. Du könntest mich doch noch mal fotografieren. Ich meine dann, wenn ich Kartoffeln schäle. Keine Lust. So ein Quatsch. Hat keine Lust. Lebenslust. Keine Lebenslust. Oder was für eine Lust. Wenn du heute Nachmittag zum Arzt gehst, dann hätte ich meine Ruhe hier. Bin froh, wenn du wenigstens einmal stundenweise die Wohnung verlässt, mein Schatz. Ich gehe nicht, ich bleibe. Ich werde die Tür zu meinem Zimmer wieder aushängen und in den Keller bringen. Ich komme ja blöd vor. Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst. Ich fange sofort damit an. Ach, diese Scheißtür ist mir auf den Fuß gefallen. Hilfe! Hilfe, tu doch was! Hilf mir doch! Ich werde ohnmächtig. Ist jetzt die Blut unterlaufen? Komm, ich leg dich aufs Sofa. Warum liege ich denn auf dem Sofa? Christian! Warum sehe ich deine Augen so nah? Hilde, such mir aus dem Akt Versicherung, alle Versicherungen heraus. Du weißt, wenn ich tot bin, dann bekommst du nur noch die Hälfte Rente. Bewege den Zeh. Ist er gebrochen? Ja, du und starke Nerven. Du und anderen Menschen Ratschläge geben wollen. Du und wissen, was einen 16-Jährigen dazu treibt, sich aufzuhängen. Du und mir alles vorschreiben. Du und in Schuppen in der Landschaft den Großkotz spielen. Und was sonst noch alles. Siehst du nicht, dass ich leide? Und du... Christian, warte, warte. Ich hol dir dein Schachbuch. Dann kannst du... Das war ein Schlag. Als wäre die Welt zerplatzt. Der Strom ist weg. Drück die Sicherung rein, Hilde. Die sind alle in Ordnung. Dann hängt die große Haussicherung raus. Und mein Essen. Und der Kühlschrank. Und der Fernseher. Es klopft. Mach auf! Ja? Sie kenne ich doch.
Damals im Schuppen. Hallo. Sie haben uns beleidigt. Was gibt's? Wollen Sie mir etwas verkaufen? Vielleicht Zeitschriften? So ein Zufall. Nun ja, der Blitz. Der Donnerschlag. Wir sind mit dem Rad unterwegs. Wir sind nass. Und wir frieren. Können wir uns bei Ihnen etwas trocknen? Schauen Sie doch, wie ich aussehe. Wer ist denn da? Du wirst es nicht glauben. Es sind die beiden jungen Leute von damals, dein Schuppen. Und sie sind ein bisschen nass geworden und nun möchten sie bei uns ihre Kleider trocknen. Was? Sag ihnen, das wäre sowieso unmöglich. Der Strom ist weg und damit auch unsere Möglichkeit zu heizen. Ja, wir haben Nachtspeicher. Was hat er denn? Ich meine, ihr Mann, warum zeigt er sich denn nicht? Sein Bein ist gebrochen. Oh, das tut uns leid. Du, Mieze, eigentlich können wir gehen. Oh. Ah. Christian, der Strom ist wieder da. Dann geht ja Ihre Heizung. Och, wissen Sie, ich habe jetzt leider keine Zeit mehr für Sie. Hat ein klar denkender Mensch je nach einem Regenguss eine fremde Wohnung gesucht, um dort seine Klamotten zu trocknen? Seid ihr beide nicht mehr ganz dicht? Du, Mieze, wir verziehen uns. Ey, wir gehen ja schon. Wir sind ja schon weg. Die wollten garantiert klauen. Das sind Trickdiebe. Ob ich die Nachbarn warne, Christian? Ach Quatsch. Hol Eis, mein Zeh schmilzt an. Wir haben das ganze Leben lang schwer gearbeitet. Und da kommen welche und veräppeln uns. Als wenn die sich aufwärmen wollten. In dieser lauwarmen Wohnung. Einer Rentnerwohnung. Irgendwie beneide ich die beiden. Ob die sich lieben? Natürlich. Im Schuppen und im Keller und in der ganzen Welt. Sie lachen sich an. Sie küssen sich. Wir sind bloß noch unzufrieden, unglücklich, langweilig. Ich rufe Sie zurück. Wir unterhalten uns, wir trinken etwas, wir lachen uns tot. Wir lachen uns tot. Los, schnell. Ruf sie zurück. Hey. Ihr. Wo seid ihr? Kommt zurück. Mein verdammter blöder Zeh. Du musst dich schonen. Soll ich den Fernseher anmachen, mein Schatz? Was bringen die denn? Einen schönen Heimatfilm mit Berge und Sonne und zwei Menschen, die sich am Ende kriegen. Ich fürchte, ob ich wegen dem Zeh zum Arzt muss. Der reißt dir den Nagel ab. Du kippst um. Bleib lieber bei mir, mein Schätzchen. Küss mich. Wir schreiben meinem Bruder und deiner Schwester. Wir suchen nach den beiden jungen Leuten. Wir laden außerdem meinen Freund Ewald ein. Der Verkäufer von Illustrierten möge auch kommen. Und mein Doc natürlich. Du kaufst 6 Torten. Du brühst 4 Liter guten Kaffee. Und dann machen wir uns einen schönen Nachmittag. Dann schalten wir den Radioapparat an und hören Kaffeehausmusik. Jetzt ist irgendetwas zu Ende. Aber was nur? Sie hörten ein Hörspiel von Karl-Heinz Bölling? Du darfst nicht so viel reden. Du musst dich schonen. Dein schlimmer Zeh ist schon viel dicker geworden. Der Rentner. Und die Tür,
Kannst du sie wieder einhängen? Still. Ich bin gerade eingeschlafen. Ich halte mit ein Oma-Nickerchen. Grete Wurm als Hilde? Und ich ein Opa-Nickerchen. Manfred Steffen als Christian. Sagt. Bitte? Hast du was gesagt? Christian. Christian. Freund Franz Josef Steffens, Schwester Angela Schmidt, Bruder Fritz Lichtenhahn, Verkäufer Sven-Erik Bechtolf, Arzt Dietmar Müß, Fremder Christoph Schmidt, Fremde Nina Danseisen. Lieber Charlie übernahm diese Aufgabe. Technik mit Abitur Johannes Carstens und Brigitta Eggert. Regieassistenz Waltraud Heise, Regie Hans-Gerd Hofmann. Um 21.10 Uhr eine von einer dortigen Highschool, die